Hallo und herzlich willkommen bei Dein Film TV. In diesem Bericht wollen wir mal eine Familie unter die Lupe nehmen, die sich ganz dem Motorsport verschrieben hat. Also, sie haben im wahrsten Sinne des Wortes Benzin im Blut. Und wir wollen euch jetzt erstmal die Familie vorstellen. Da wäre Nesthäkchen Julie. Dann ist Sohn Colin, Mama Jessica und Papa Sven. Ja, und diese stellen wir euch jetzt einmal vor. Wir sind zu Gast bei der 57. Seventilation DMV Thüringen Rallye, die ja Mitte August in Pößneck stattgefunden hat. Gefühlte 10 Jahre konnten ja die Rallye-Fahrer nicht fahren. In Wirklichkeit waren es ja nur zwei Jahre. Und wir haben sie mal gefragt, wie fühlt es sich an, wenn man so kurz vor seiner Heimrallye ist? Wie sind da eure Gefühle? Also wir sind gestern im Fahrerlager rumgelaufen und ich glaube, uns geht es wie 60% hier. Wir sind alle sehr nervös. Wir sind 10 Jahre zurückgeschossen, 2 Jahre nicht fahren. Das ist wie Anfänger sein. Wie ist so dein Gefühl, Sven? Ich bin hochmotiviert, aber mir ist auch dementsprechend übel momentan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil die Aufregung ist halt schon sehr groß. Nach 2 Jahren, sage ich mal, Abstinenz im Rallye-Sport, das merkt man halt. Eigentlich merkt man jede Woche und jedes Mal, mit dem man fährt, wird es besser und mehr routinierter. Und das ist halt momentan komplett gelöscht, würde ich sagen. Na gut, dann will ich euch nicht länger auf die Polter spannen. Wünsche euch viel Spaß, kommt gesund wieder ans Ziel. Und wir sehen uns dann später nochmal. Danke. Während bei Sven und Jessica die Anspannung so ansteigt, sind die ersten Fahrzeuge schon an den Start gegangen. Die Thüringen Rallye ist ja bekannt bei den Fahrern im Rallye Motorsport als eine sehr schnelle und selektive Rallye. Ja, und der MSC Pößneck musste ja zweimal aussetzen und deswegen gibt es dieses Jahr eine Rallye 70. Das heißt, 70 Kilometer Wertungsprüfung stehen vor den Fahrern. Ja, und sie haben uns versprochen, mal eine Rallye-Strecke mitzufahren. Wir sind zu Gast auf der Prüfung Petersberg und ich wünsche jetzt viel Spaß bei den Aufnahmen, die wir für euch zusammengeschnitten haben. Während der Fahrer die Strecke vor den Augen hat, liest der Co-Pilot ihm mit Abkürzungen vor, wie der Streckenverlauf in näherer Zukunft ist. Ja, und nach der Rallye habe ich die beiden mal gefragt, wie war so euer Gefühl für 2 Jahre ohne Thüringen-Rallye? Und das haben die beiden mir dann geantwortet. 5. Platz in der Klasse. Wir sind mehr als zufrieden. Das ganze anfängliche Problematische, wo man dachte, das wird nichts. Wir sind einfach zu lange raus, sag ich mal. Das ist nach kurzer Zeit verflogen. Und somit konnten wir halt ordentlich Speed geben. Und wie gesagt, Platz 5 in der Klasse. Wir sind
überaus begeistert. Du hast mir eben gesagt, dass der zweite Turn besser gelaufen ist wie der erste. Also hast du dich jetzt richtig eingegroovt gehabt. Ja, wir haben uns jetzt gut eingefahren. Jetzt ist es halt eigentlich schade, dass es schon vorbei ist. Geht immer schneller wie gedacht. Aber es war eine mega geile Veranstaltung und nächstes Jahr wieder. Was hast du noch zu der Schlussrunde? Danke für diese super Ausfahrt. So, dann macht euch beide mal frisch und wir sehen uns nachher auf der Crossstrecke zum Familieninterview. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, und währenddessen sich Jessica und Sven vorbereiten für unser Familieninterview, bin ich jetzt schon mal auf die Motocross-Strecke des MSC Pößneck gefahren. Das ist ja eine Multifunktionsanlage, kann man sagen, denn auf der großen Strecke kann man mit den Motorrädern Motocross fahren, dann gibt es eine Pitbike-Strecke, also für die kleinen Motorräder. Ja, und die Jüngsten des Vereins, die trainieren auf einer Teerfläche mit ihrem Kart. Kartslalom fahren heißt, da werden auf der Teerfläche verschiedene Bilder mit Pylonen aufgebaut, die dann so schnell wie möglich gefahren werden müssen. Und dabei heißt es aber, nicht die Pylonen umzufahren, denn das gibt im Wettkampf dann Strafpunkte beziehungsweise Strafminuten. Ja, um das zu trainieren, treffen sich die Kinder dann Mittwoch und Freitag hier auf der Kartslalomstrecke. Ja, wir schauen jetzt der Julie mal beim Trainieren zu und dann auch später mal den Colin. So, wir haben jetzt den Standort gewechselt. Wir sind jetzt hier auf dem Motocross-Gelände des MSC Pößneck. Sven und Jesse, ich kann euch noch was sagen. Ich habe gerade die Informationen bekommen aus dem Rallye-Zentrum. Wie ich vorhin gesagt habe, seid ihr nicht Platz 5, sondern auf Platz 4. Was sagt ihr dazu? Ich wäre verrückt. Was ist denn das für ein Zufall? Der undankbare Vierte. Also die, wie sagt man so schön, die goldene Ananas. Oh, danke. Super, wir freuen uns. Ist auf jeden Fall noch besser, definitiv. Aber der Dritte wäre natürlich noch schöner. Dann sage ich mal, nächstes Jahr wird es dann bestimmt, wenn ihr dann wieder so schön eingegroovt seid, oder? Ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder richtig angreifen. Das hoffe ich auch. Jetzt zu euch beiden. Wie hat das eigentlich bei euch angefangen mit dem Motorsport oder dann später dann auch mit Rallye? Ganz lustig vorab, ich sag mal, man kann es fast erahnen, kennengelernt haben wir uns tatsächlich in einer Kfz-Werkstatt. Er hat mich ganz normal eingeladen auf eine Pizza und ich bin tatsächlich nicht mehr gegangen. Und ein Jahr später haben wir dann schon angefangen zu fahren. Jugendlicher Leichtsinn, wir fahren ja schon seit 15 Jahren. Ich glaube, da macht man sich nicht ganz so Gedanken, wie das jetzt vielleicht in unserem Alter andere machen, die sich kennenlernen, die Kinder haben, die vielleicht nicht unbedingt zusammenfahren wollen. Wir haben halt nie aufgehört. Wir haben zusammen angefangen und haben einfach nie aufgehört, weil es unser Leben ist. Oh. Ja. Und bei dir, wie war das da? Also angefangen hat das Ganze bei mir eigentlich mit 8 Jahren. Wo ich dann mit Kartslalom begonnen habe, das Ganze halt dann viele, viele Jahre betrieben habe, bis es mir dann alterstechnisch einfach zu langsam geworden ist und ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal was Schnelleres. Also hat das nur mit dem Alter zu tun oder eventuell auch mit dem Gewicht? Ich denke, das Gewicht habe ich schon mal ganz gut gehalten bis jetzt. Also Rallye-Sport, habt ihr euch dann schon immer gesagt, ihr wollt zusammenfahren oder ich kenne ja Fahrer, die dann sagen, sie wollen lieber den Rallye-Sport getrennt machen, dass also die Frau oder Freundin als Co-Pilotin bei jemand anders mitfährt oder wie war das bei euch? War das gleich von Anfang an, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das zusammen machen, weil das ist ja auch ein Risikomotorsport. Ja, das ist richtig. Das Risiko ist uns auch bekannt. Aber wir haben, also das Auto war da, bevor wir uns kennengelernt haben. Aber es ist so nie zum Fahren gekommen in dem Sinne, weil ich keinen Beifahrer gefunden habe, wo das wirklich mal funktioniert hat dann.
Und ja, dann ist sie in mein Leben gekommen und hat dann gesagt, los, wir probieren das jetzt zusammen. Und seitdem fahren wir halt auch zusammen. Fahrt ihr zusammen. Und ihr habt ja auch schon einige größere Erfolge, so wie ich das mal irgendwo gelesen habe. Ja, ich sag mal, wir haben schon mal Platz 4 in der Thüringer Meisterschaft belegt und auch den ein oder anderen Fastklassensieg, sage ich mal, Platz 2 und 3. Ja, wir können uns eigentlich nicht beschweren über die ganzen Jahre. Pokale sind genug vorhanden. Also ist der Keller schon alles jetzt voll Pokale? Ja, unter anderem nicht nur von uns, sondern auch von unseren Kindern mittlerweile, ja. Du sprichst es gerade an, die Kinder, die sind ja nun auch im Motorsport. Unser Beitrag heißt ja die Familie mit Benzin im Blut. Ich möchte mal die beiden Kinder zu mir bitten, den Colin und die Julie. Eine Frage jetzt an euch. Wie ist es bei euch? Haben eure Eltern euch angesteckt mit dem Motorsport oder habt ihr selber gesagt, hey Papa, Mama, ich finde das cool, mit diesem bei euch hat man ja gesehen, mit einem Kart zu fahren. Wie war das bei euch? Also unser Papa hat uns das halt auch wie so geerbt. Hat er euch das jetzt erzwungen? Oder habt ihr gesagt dann, als er Sven gesagt hat, habt ihr Lust Motorsport zu machen? Habt ihr gesagt, ja, okay, das machen wir. Also ich bin halt auch einmal bei mitgefahren und dann wollte ich es halt auch, weil es mir halt auch Spaß gemacht hat. Mhm. Und Colin, du hast ja auch schon einige Erfolge. Wir haben es ja vorhin auch in den Einspielern gesehen mit dem Kartfahren. Was hast denn du schon für größere Erfolge jetzt in deiner Motorsportkarriere? Einmal habe ich den ersten in dem V und den dritten in der Thüringmeisterschaft. Und die jüngste im Bunde, das ist ja die Juli. Wie war das bei dir? Hast du dir das jetzt von deinem Bruder abgeguckt und hast gedacht, ey, was mein Großer kann, das kann ich auch, um dem mal zu zeigen, dass Frauen auch fahren können? Oder wie ist das bei dir gewesen? Ich wollte auch fahren, weil mein Bruder und mein Papa eben auch gefahren sind, meine Mama. Hm. Und hast du schon größere Erfolge oder hast du jetzt erst angefangen damit? Ich habe schon einen DMV-Meister und einen ersten Platz. Oder also, also hast du bei dir auch schon erste Pokale im Kinderzimmer stehen? Ja. Ja. Wie ist euer weiterer Werdegang? Was habt ihr euch vorgenommen? Im Moment ist ja alles im Motorsport ziemlich ruhig. Und ich denke mal, so ein Auto, wir sehen es ja, das aktuelle Auto hier im Hintergrund, ist ja auch nicht durch ist ja auch nur, sage ich jetzt mal, durch Sponsoren zu finanzieren, der ganze Motorsport, oder? Also in dem Moment muss ich sagen, als wir angefangen haben vor 15 Jahren, war das alles noch ein bisschen anders, je nachdem, mit was für ein Auto man einsteigt. Ich sag mal, wir haben mit einem Opel Kadett angefangen. Das hat sich mit kleinen Sponsoren hier aus der Region gut finanziert, muss ich sagen. Als wir dann jetzt tatsächlich umgestiegen sind, ich sag mal, das ist jetzt eine andere Liga. Und da muss ein großer Dank an unseren Hauptsponsor gehen, der jetzt auch von der Thüringen Rallye der Sponsor ist, das ist diese Ventilation. Also ohne den wäre es tatsächlich nicht machbar, wenn die ganze Familie fährt. Also man darf nicht vergessen, wenn zwei Leute aus unterschiedlichen Familienkreisen fahren, das finanziert sich immer noch besser, wie wenn wirklich die ganze Familie sagt, wir machen Rallye-Sport, wir machen Kartsport in mehreren Sektionen, sei es zu DMV, die sie fahren, oder sei es eben die Thüringen-Meisterschaft. Wir sind halt jedes Wochenende unterwegs und natürlich kostet das Geld und das ist natürlich nur mit einem Sponsor möglich. Und das Ganze, du hast es doch gerade angesprochen, ihr seid das ganze Wochenende unterwegs. Wie ist das eigentlich, alles unter einen Hut zu bekommen, wenn vier Mann Motorsport betreiben? Und du als Mutter? Ganz verrückt eigentlich. Also da in dem Punkt auch wieder ein großer Dank, als unsere Kinder klein waren. Tatsächlich hat man da eine Rallye-Nanny, die immer mitgefahren ist, wenn wir zur Rallye gefahren sind. Das hat super funktioniert. Und als die Kinder dann angefangen haben und sind eingestiegen im Kart, gerade unser Großer, da haben wir ein bisschen zurückgesteckt, sind eben in der Thüringen-Meisterschaft nicht mehr ganz so auf Angriff gegangen und sind maximal 3-4 Veranstaltungen im Jahr gefahren, um ihn erstmal zu ermöglichen, da einen Fuß reinzufassen. Und ab nächsten Jahr, jetzt sind sie in einem Alter angekommen, da wird es nochmal anders, da muss jeder dann überall wieder mit, aber wir leben und lieben das halt auch. Ja, ich sag mal, das ist ja auch die Hauptsache, Motorsport zu betreiben. Ja.
Sven, wir haben jetzt ein paar Einspieler von deinem aktuellen Auto gesehen. Ich weiß aber, dein Vorgänger war ein Kadett. Was ist mit dem Auto überhaupt passiert? Gibt es das überhaupt noch? Sagen wir mal, ja, es gibt es wieder. Also wir haben es verkauft nach Frankfurt. Die hatten allerdings nicht so viel Glück. Haben das Ding quasi auf der ersten WP zur ersten Rallye schon aufs Dach gelegt. Ich habe lange überlegt, ob sie wieder instand setzen oder verkaufen. Und ja, irgendwie konnte ich da nicht widerstehen und müssen halt zurückholen. Wir haben jetzt quasi die Instandsetzung übernommen. Er ist jetzt auch schon wieder zusammen, frisch lackiert. Steht halt da und wartet quasi mal wieder auf Einsatz. Also planst du dann immer zwischen diesen zwei Fahrzeugen mal zu wechseln, wenn es wieder hoffentlich mal richtig Rallye-Sport in Thüringen bzw. in Deutschland gibt? Ja, ich sag mal wechseln. Wir wollen schon mal wieder versuchen, mit dem Ding anzugreifen. Es war eigentlich immer ganz lustig. Man musste halt ein bisschen mehr arbeiten wie in dem, sag ich mal. Aber es hat halt mega viel Spaß gemacht. Viele Leute kennen das Auto, da wir ja 14 Jahre damit unterwegs waren. Und ich denke aber, es wird mehr auf so historische Geschichten hinauslaufen. Also ist der Kadett so das Aushängeschild von der Familie Wesotowski? Genau. Ich sag mal, wir sind damit bekannt und groß geworden. So, das soll unser kleiner Bericht gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann lassen Sie wieder ein Like da. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Ich wünsche euch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vor der Kamera zu stehen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Glück. Und euch beiden unfallfreie Fahrt und bis zum nächsten Mal und tschüss.